Freunde, ich fühle mich mehr oder weniger gezwungen, dieses Video tatsächlich heute zu machen. Eigentlich wollte ich heute ein sehr, sehr krasses Opening für euch hochladen, aber das werdet ihr dann morgen bekommen. Das Pokémon TCG war noch nie an einem so krassen Tiefpunkt, wie es jetzt gerade war. Und ich möchte ganz gerne mit euch darüber reden. Das Pokémon TCG erlebt gerade einen Hype, den wir schon lange nicht mehr hatten, was definitiv gut ist. Was aber eine schlechte Sache ist, ist das hier. Ja. Teure Produkte bis gar keine Produkte. Versteht mich nicht falsch, ich finde es sehr, sehr stark, dass ich durch diesen ganzen Hype mehrere Zuschauer, Abonnenten und alles generiere. Das ist eine coole Sache. Aber eine Sache, die ich gar nicht geil finde, sind Leute, die ich im Internet sehe. Wir alle sind gerade von der Pandemie getroffen, so auch tatsächlich Pokémon. Für alle Leute, die sich fragen, warum keine Pokémon-Produkte rauskommen, es liegt daran, dass keine Pokémon-Produkte geliefert werden können. Die Boosterboxen und Booster von Pokémon sind schon fertig. Das Ding ist bloß, dass die dank der jetzigen Situation keinen Stellplatz auf einem Schiff bekommen, um die Sachen herzuschippen. Und das hat sehr krasse Auswirkungen. Und da wir gerade keine Produkte bekommen, ist es natürlich so, dass der Markt komplett leer ist. Etliche Produkte kosten das Doppelte vom normalen Preis, wenn nicht sogar mehr. Und ich kann euch eine Sache sagen. Kauft gerade keine Pokémon-Produkte. Natürlich ist es gerade sehr verführerisch, Pokémon-Karten zu kaufen und halt auch zu öffnen, da viele YouTuber und Streamer etliche Videos bringen. Versteht mich da nicht falsch, ich bin da ja selber auch ein Content-Creator, der euch anfixt. Es ist gerade einfach verdammt teuer und deswegen möchte ich euch mehr oder weniger sagen, lasst das Ganze. Das beste Beispiel ist, glaube ich, Evolution. Innerhalb von 2 Monaten ist dieses Display von ungefähr 400 Euro auf 1200 Euro gestiegen, bei einer Trusted Source, wo man es kaufen kann. Was einfach krass ist, muss ich dann an der Stelle mal sagen. Viele Streamer öffnen diese Displays, haben Spaß damit, das ist auch alles cool. Aber was ich halt auch schon in einem anderen Video angesprochen habe, ich würde es sehr, sehr fühlen, wenn die Leute sich damit ein bisschen auseinandersetzen würden. Es gibt viele Beispiele, wo ich sage, okay, die Leute versuchen tatsächlich mit dem Pokémon was anzufangen. Sei es Trimax, der zum Beispiel ein Pokémon-Let's Play macht, weil er wissen möchte, wie die Pokémon heißen und die kennenlernen möchte. Aber einigen wirkt es mehr oder weniger wie der Hype, den man einfach hinterherjagt. Und die mehr oder weniger nur sich freuen können, wenn sie eine wertvolle Karte ziehen und der Rest ist egal. Wie gesagt, jeder kann machen, was er möchte. Aber wenn ich als Sammler das sehe, tut es mir so ein bisschen weh. Pokémon Ziel ist es natürlich, mit den Karten Geld zu verdienen. Gar keine Frage. Aber dass es nur noch aufs Geld beschränkt wird, ist keine gute Sache. Eine Sache, die ich ebenfalls ansprechen möchte und die mich tatsächlich sehr, sehr aufregt, sind Mails, Nachrichten, Kommentare, die ich zurzeit bekomme. Versteht mich nicht falsch, ich lese super gern Kommentare, antworte halt auch, aber ich habe halt auch nicht immer die Zeit, um auf Mails oder auf Insta oder auf Twitter oder sonst wo zu antworten. Und wenn ich mir mal Zeit dafür nehme, bin ich leider ein bisschen erschrocken tatsächlich. Es sind viele junge Zuschauer dabei, die mich einfach nur fragen, was lohnt sich, in was soll ich rein investieren, anstelle einfach Spaß mit dem Produkt zu haben. Die interessanteste Mail, die ich tatsächlich bekommen habe, war von einem Vater, der wissen wollte, was er seiner 8-jährigen Tochter kaufen kann, was gleichzeitig ein Investment ist. Was? Ich kam selber nicht klar auf diese Nachricht. Pokémon sollte ein Hobby sein. Man kann mit den Karten spielen, man kann sie sammeln. Klar kann man damit Geld machen. Klar kann man sie vertauschen und alles Mögliche. Aber mir geht das zurzeit sehr, sehr gegen den Strich, sage ich mal, was da gerade abgeht. Einige Leute auf eBay, eBay Kleinanzeigen sind mehr oder weniger jetzt kleine Pokémon-Shops und kaufen alles weg, weil sie halt wissen, dass sie damit Geld machen können. Und es ist nichts Verwerfliches, wie gesagt, aber wie ich schon sagte, wartet einfach ab, bis die Produkte hier sind und gebt nicht zu viel Geld aus dafür. Ihr könnt ja eure Meinung dazu ganz gerne mal in die Kommentare posten. Ich weiß, es ist ein kleines kontroverses Thema, was ich heute mal angesprochen habe, aber es sind einfach Sachen, die mir sehr gegen den Strich gehen. Und da viele mich halt auch immer wieder fragen, yo Zero, was lohnt sich? Was soll ich öffnen? Was soll ich investieren? Kauft euch das, womit ihr Spaß habt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn ihr Geld machen wollt, geht an die Börse oder kauft euch alle Produkte, wo der Junge drauf ist. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Was ich Leuten empfehlen kann, googelt einfach das Set, guckt euch die Kartenliste an und wenn ihr die ansprechend findet, dann kauft doch einfach die Karten. Einfacher geht's doch eigentlich gar nicht. Also versteht mich nicht falsch, ich werde trotzdem noch irgendwelche Videos machen, wo ich sage, yo, das sind coole Produkte, die könnt ihr definitiv öffnen oder ähnliches. Aber versucht einfach ein bisschen selber nachzudenken, bevor ihr vielleicht irgendwas abschickt oder schreibt. Die ganzen Karten wie Glänzendes Schicksal und Farmshock werden, wie ich schon am Anfang sagte, wiederkommen. Farmshock wird, wie es aussieht, im April erst wiederkommen. Das heißt, wir haben jetzt noch fast 2,5 Monate ohne dieses Set. Und Glänzendes Schicksal wird, wie es aussieht, erst Ende Februar kommen. Und dann halt auch in mehreren Wellen. Das heißt, wir werden nicht von Anfang an überall Produkte haben, die jeder kaufen kann. Also da halt auch
Wartet ab. Kauft euch keine Produkte jetzt für den doppelten Preis mit Vorbestellungen, wo am Ende sogar mehr oder weniger noch eine Stornierung reinkommen kann oder ähnliches. Also da würde ich erstmal abwarten. Wir haben das Ganze bei Vic the Champs gesehen. Die Produkte waren überall da und am Ende hat sie kaum noch jemand gekauft tatsächlich. Jetzt sind natürlich alle weg mit dem Hype, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ansprechen möchte. Das war das Video. Wir werden heute Abend, wenn ich es noch schaffe, tatsächlich streamen. Schaut gerne vorbei. Wir öffnen ein paar Fanpostbriefe und Pakete. Ich bin raus. Wünsche euch noch was. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Pshh.